Shantya Vedanta. Bevor ich anfange, wie ich das immer gerne tue vor jeder Behandlung, vor jedem Tag, wo ich mit der Diagnose oder mit meiner ärztlichen Arbeit beginne, singe ich Dhammantari Stotram. Ein Mantra ist quasi wie ein Matrix für unsere Gedanken, ein Gedankenfänger, eine Konzentrationshilfe, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und was das ist, haben wir heute in der Diskussionsrunde gehört, nämlich eben das Wohl des Gegenübers, des Menschen, der oder die den weiten Weg zu mir genommen hat, um Hilfe zu suchen. Ich habe hier ein Bild von Dhammantari, von meiner Dhammantari-Statue in meiner Praxis. Und hier haben wir natürlich auch die wunderschönen Bilder von Dhammantari. Konzentrieren wir uns einfach einen Moment auf die Klangschwingung. Sie ist selbsterklärend auf der emotionalen wie auch der intellektuellen und spirituellen Ebene. Shankham chakram jhalaukam dharadam rutagatam charu dorabihi chachatur bihi sukshma svacha attiridayam sukha parivilasam maulinam bhojanetram kalam bhudo chvalangam katitat vilasas charupitam bharadyam Vande dhamvantarim tam nikhila gadavana praudada vagni lilam. Hier ganz kurz zu meiner Tätigkeit. Ich habe seit 25 Jahren eine Praxis in der Schweiz, habe ursprünglich auch 25 Jahre in Indien gelebt. 12 Jahre in Mumbai, 13 in Bangalore, wo ich dann auch meine eigene Klinik und Resort hatte. Jetzt habe ich das große Glück, dass Dhammantari und Schicksal mir so ein wunderschönes Haus zur Verfügung gestellt hat in der Schweiz, wo ich meine Arbeit durchführen kann, wo ich auch den guten den Behörden, der Behörden genießen kann und so eine Rückendeckung habe, um eben tief und ohne Restriktionen das zu tun, was ich früher in Indien gemacht habe. Und ein weiteres Geschenk ist dann letztes Jahr noch zu uns gekommen, nämlich wunderschöne Räume im Zentrum von Wien, in einem alten Haus, das 1860 gebaut wurde. Also wirklich wunderschöne, so Wien von der schönsten Seite, in einem Innenhof im 9. Bezirk. Und obwohl es die geschäftigste Kreuzung ist der ganzen Stadt und sehr viel, also von überall her man gut uns erreichen kann, ist es absolut eine Ruheoase bei uns drin. Zum Grund, warum wir Philosophie in der Praxis haben. Sie sehen, Ayurveda ist eine Gesundheitskunde. Also ich benutze dieses Wort, weil das Wort Wellness ist oft verbunden mit schicken Hotels, da will nicht jeder hin. Hingegen Gesundheitspflege, das müssen wir alle tun. Nämlich, schon Charaka hat gesagt vor 3.500 Jahren, tu alles, was du kannst, investiere deine Zeit, investiere dein Geld, um gesund zu bleiben, weil musst du erst einmal zum Arzt, bist du auf verlorenen Posten. Gleiche Situation, vor 3.500 Jahren. Und er sagt auch die Gründe. Nummer 1, wenn du zum Arzt gehst, ist dein Leben in höchster Gefahr. Sie kaufen ein Aspirin in der Apotheke, lesen den Beipackzettel und stecken es wieder weg. Das heißt, es ist gefährlich, ein Medikament zu schlucken, es ist gefährlich, besonders bei uns. Wir benutzen ja so viele Öle, sie könnten ja vom Tisch fallen und sich die Haxen brechen. Wäre nicht passiert, wären sie zu Hause geblieben. Es ist immer gefährlich, eine therapeutische Intervention zu machen. Das Zweite, sagt Charaka, wenn du zum Arzt gehst, dann schmilzt all dein Reichtum wie der Schnee in der Frühlingssonne.
Sehr poetisch ausgedrückt die Fakten, es wird unbezahlbar, wenn wir krank sind. Wir können nicht, wenn wir im Krankenwagen sind mit einem kleinen Herzinfarkt, sagen, bitte macht mir eine Offerte, was es kostet bei euch, um mich wieder herzurichten. Nein, wenn ich da mal drin bin im System, dann ist es sehr schwierig und nicht absehbar, wann ich da wieder rauskomme. Deshalb in erster Linie, wir investieren in die Gesundheit, wir investieren nicht in die Krankheit. Wenn die Krankheit mal da ist, dann müssen wir natürlich auch eine vernünftige Heilkunde zu bieten haben, das hat Ayurveda auch. Und der dritte, eigentlich der wichtigste Punkt ist, jeder Patient, der die Schwelle einer Praxis überschreitet, ob jetzt das ein Schulmediziner ist, ein westlicher oder ein Ayurveda-Arzt oder ein Homöopath, wird die gleiche Frage stellen, nämlich, warum bin ich krank? Ich hatte doch vorher nie etwas. Wenigstens hätte meine Frau krank werden können oder meine Nachbarin. Aber warum ich? Also diese existenzielle Frage, die wird in jeder Praxis gestellt und sie wird nie beantwortet. Warum werde ich krank? Jamma, Ritu, Vyadi, Dusha, Dosha, Nodashanam, sagt die Gita. Wir haben dieses Problem, das ist der Package-Deal oder der All-Inclusive Travel to the Material World. Die Reise in die materielle Welt hat vier Handicaps, nämlich Jamma, Geburt, Mritu, Tod, Jara, Alter, Vyadi, Krankheit. Es ist wegen dieser vier Faktoren schon per se ein Ding der Unmöglichkeit, perfektes Glück auf der materiellen Ebene zu finden. Selbst wenn Sie alles erreicht haben, was Sie erreichen wollen, Sie sind berühmt, ich habe viele sehr berühmte Kunden und die sind jetzt vielleicht 60 oder 65 Jahre alt und ihr größtes Problem ist, wie rette ich jetzt alles, meine Picassos und den Palast hier und da in Marrakesch, wie rette ich den jetzt hinüber? Sie wissen, Sie sind konfrontiert mit der Endlichkeit des Seins. Oder noch schlimmer, ich habe Ärztefreunde in Wien, die haben schreckliche Neurosen. Warum? Weil sie realisieren, ich bin jetzt 60 Jahre alt, ich werde alt. Und sie würden nie zu einem Arzt gehen. Auch nicht zum besten Freund. Das sind die Probleme. Und Chadaka sagt, wenn wir Glück finden wollen, dann können wir das auf einer anderen Ebene finden, nämlich auf der Ebene von Atma, der Ebene der Seele. Und auf der spirituellen Ebene ist perfektes Glück möglich, das ist Ananda, wir sagen, die Qualität der Seele ist Sat, Chit und Ananda. Sat heißt kein Anfang, kein Ende, Chit, alles was gewusst werden kann in dieser Welt, ist eigentlich schon in mir drin. Es ist nicht so, dass Amerika wie Kolumbus dahin gesegelt ist, auf einmal aus dem Atlantischen Ozean hochgestiegen ist. Hallo Kolumbus, da bin ich. Nein, eben, es war ja schon vorher da. Und so ist alles Wissen dieser Welt, ist schon in uns drin. Und wenn wir ein Atom entdecken, dann haben wir nicht was Neues entdeckt, sondern etwas, was ja schon immer da war. Das ist die Bedeutung von Chit. Und Ananda ist Self-Fulfilling Happiness. Also das heißt Glück, das nicht abhängig ist, jetzt philosophisch gesprochen, vom Kontakt meiner Sinne mit den Objekten der Sinne. Glück wird normalerweise definiert in dieser Welt dadurch, dass eine angenehme Empfindung stattfindet, wenn meine Sinnesorgane auf Sinnesobjekte treffen. Wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich unglücklich. Dieses Glück ist natürlich eben von den Sinnesorganen abhängig und von meiner subjektiven Wahrnehmung, das heißt, das kann nicht wirklich das Glück sein. Wenn Sie Yoga praktizieren, dann wird irgendwann mal etwas Wunderbares geschehen, nämlich, Sie fühlen sich unglaublich glücklich. Und dann fangen Sie darüber an, nachzudenken, warum bin ich jetzt glücklich? Ich habe jetzt nicht gerade die größte Schweinshaxe der Welt serviert bekommen, oder auch nicht den feinsten Bordeaux,
Ich sehe auch nicht eben eine Schar Tänzerinnen, die wunderschön sich vor mir darbieten. Oder ich höre jetzt auch nicht die beste, das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, sondern ich empfinde Glück. Und es ist nicht in Beziehung zu meinen Sinnesorganen. Das ist etwas, das haben wir alle schon erlebt und davon leben wir, weil das ist die Nahrung, die unsere Seele braucht. Glück, das nicht abhängig ist von unseren Sinnesorganen. Und hier ist Ayurveda führend. Es gibt viele Leute, die behaupten, eben wir machen jetzt Wellness oder Medizin für Körper, Geist und Seele. Man wird am Bahnhof von Hotelbus abgeholt und auf dem Hotelbus steht Hotel für Körper, Geist und Seele. Na bitte, wie schaffen die das? Körper, Geist und Seele ist schon mittlerweile abgedroschen. Aber in der Ayurveda haben wir ganz klare Thesen. Wir haben Modelle, die uns auch helfen auf der Ebene des Körpers, der Psyche und der Seele aktuelle und sehr wirksame Therapien zu machen. Das heißt, auf der Ebene des Körpers, da haben wir die Panchamahabhutas, da haben wir die fünf Elemente, da haben wir die praktische Primärtherapie in Ayurveda, welches Panchakarma ist, mit den fünf ausleitenden Verfahren. Die Basis dazu ist die Tridosha, das Tridosha-Konzept, von Vata als Biomotorik, Pitta, Stoffwechsel und Kapha. Auf der Ebene der Psychologie haben wir die These der Triguna. Die Triguna sehen wir dann gleich nachher bei Shankhya. Die Triguna, die bestehen schon im unmanifestierten Stadium der materiellen Welt. Das heißt, sie sind da vor dem Urknall und sie sind da nachher. Das heißt, mittels der Triguna kann ich die feinst stofflichen, und das wunderbare deutsche Wort feinstofflich sagt schon alles, weil es ist Stoff, aber es ist fein. Es ist Prakriti. Das gibt es zu differenzieren. Also wenn wir von Psyche reden, weil im Deutschen haben wir das Problem, Geist heißt sowohl Seele wie Psyche. Wenn jemand sagt, wenn er eine Depression hat, ich bin seelisch krank, so ein Blödsinn, die Seele kann natürlich nicht krank werden, sondern die Psyche ist krank. Und mittels eines Antidepressiva, das heißt mittels chemischen Substanzen, kann ich die Psyche beeinflussen. Also ist sie Materie, aber feinstofflich. Und die These dazu sind die Triguna. Und dann kommen wir auf die Ebene der Seele. Wie kann ich die behandeln? Natürlich, die Seele ist Nirguna. Nirguna, keine materiellen Eigenschaften. Und trotzdem kann ich sie erwecken, weil die Analogie wird in den Ishopanishaden gegeben mit dem Vergleich eben des Ansammelns von Staub auf einem Spiegel und Sadhana oder der Prozess der spirituellen Erweckung oder spirituelle Emanzipation wischt diesen Staub wieder weg. Das heißt, die Werkzeuge, die ich dort habe, sprich die Arbeitsmodelle, die ich auf der seelischen Ebene habe, sind Vedanta an erster Stelle und Shankhya natürlich auch. Also hier ist nicht so, dass wir palavern von Körper, Geist und Seele, sondern wir haben sehr wirksame Instrumente, um auf all diesen drei Ebenen auch zu arbeiten und entsprechend auch Resultate nach Hause zu bringen. Hier nur kurz eben Chikitsa, was ist Heilkunde? Das Verständnis von Heilkunde in Ayurveda. Sie sehen, interessanterweise, wir haben übernatürliche Heilung als Chikitsa, als Heilkunde. Wir haben aber auch die subtile, die feinstoffliche Heilkunde auch mit drin. Und an dritter Stelle haben wir die rationale Heilkunde. Und alle sind gleichwertig und es wird nicht in der Ayurveda-Medizin lediglich über eins dieser dreien gesprochen und angewendet. Nein, wir nutzen alle drei. Das heißt, übernatürliche Heilung bedeutet Heilung ohne therapeutische Intervention.
Rationale Heilung ist klar, das ist die medizinische Wissenschaft, da gehen wir dann noch weiter und unterteilen sie eben mit Chirurgie, mit Medikamenten, ohne Medikamenten. Und dann haben wir die subtile Heilkunde, die heißt übersetzt in Sanskrit Sattva Vajraya, und das sagt uns schon, was es ist, nämlich wir arbeiten hier mit Sattva. Das heißt, Philosophie ist auch wichtig auf der Ebene der subtilen Heilkunde in ihrer Anwendung. Wenn wir die Geschichte anschauen der vedischen Kultur, und da reden wir nicht vom politischen Indien, wir reden von mehr als dem indischen Subkontinent, der Teile Persiens, Tibets, Indochina natürlich das heutige Indien und Pakistan mit beinhaltet. Und wenn wir in diese Zeit hineinschauen, so wie die späteren Klassikern, da wird immer von universellen Quellen geredet. Es wird auch geredet davon, dass Ayurveda oder die Wissenschaft, auch die spirituelle Wissenschaft, eine Wissenschaft ist, die überall anwendbar ist, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Das heißt, es geht hier nicht um indische Philosophie, sondern wenn wir von Rigveda reden, dann reden wir von universellen Prinzipien, die überall ihre Gültigkeit haben. Warum Philosophie in der Praxis? Diese Trennung von Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft, die war sehr notwendig in Europa, weil die Wissenschaftler mussten sich emanzipieren vom Klerus, der 1000 Jahre lang den Finger draufgehalten hatte, und das ging nur hauruck mit einer Revolution. Und deshalb eben diese Trennung von Natur- und Geisteswissenschaft. Im Orient ist das nicht passiert. Da ist sind das zwei Seiten der gleichen Münze. Es ist also ein gleitender Übergang von der Philosophie zur Naturwissenschaft. Das ist ganz wichtig, weil auch wenn wir als Ayurveda-Therapeuten, Ärzte arbeiten, dann müssen wir wissen, mit was wir es zu tun haben. Wir müssen unser Weltbild klar definieren können, damit wir überhaupt Diagnostik ausführen können. Das heißt, wir brauchen Philosophie als Arbeitshypothesen. Und Arbeitshypothesen erklären grundsätzlich immer 85% und 15% halt nicht. Das ist nun mal so mit Arbeitshypothesen, aber sie sind gute, brauchbare Werkzeuge. Philosophie dient uns als wichtiges Werkzeug in der Psychotherapie, das wurde ja schon erklärt heute auch. Und zum Bewusstwerden des Ursprungs des eigenen Lebens, um wieder auf sich selber zurückzukommen. Interessant ist, dass wenn wir Ayurveda-Massagen machen, der Effekt, der eintritt, ist, ich gebe Öl auf den ganzen Körper und auf einmal nehme ich jede Pore meines Körpers verstärkt wieder wahr. Ich nehme quasi meine Aura wahr, meinen Körper wahr. Es schärft die Sinneswahrnehmung und damit natürlich auch die Motivation, etwas Positives auch mit meinem Leben zu tun. Also sich zurückziehen, es ist wie die Hülle, die ich wahrnehme. Im normalen Leben reagiere ich immer auf die Eindrücke von außen. Plötzlich nehme ich meine Aura und meine Hülle besser wahr. Und was passiert? Die ganze Aufmerksamkeit richtet sich nach innen. Das heißt, wir haben hier den Effekt, dass wir mit ayurvedischen Ganzkörperölmassagen eigentlich Psychotherapie oder sogar eine spirituelle Therapie machen. Es ist mehr als Physiotherapie, auch wenn es wie Physiotherapie aussieht. Dann brauchen wir Philosophie zur Elimination der Leiden, die durch Anhaftung, materielle Wünsche und Ignoranz entstehen. Die beiden wichtigsten negativen Energien, die leider unser Leben sehr oft bestimmen,
sind Angst und Neid, Rajas in Verbindung mit Tamas, dass wir nicht alle Menschen oder alle Leben als gleichwertig erkennen. Und dadurch eben entsteht ungeheuerlich viel Leid. Ich war mal an einem Podiumsgespräch mit einem tibetischen Lama auch eingeladen. Und er hat das schön formuliert. Er hat gesagt, die eigentliche Krankheit in der materiellen Welt beginnt damit, dass ich fälschlicherweise das Ich oder meine Psyche als mein Selbst betrachte. Und daraus entsteht viel Leid. So indem ich erkenne, wer mein wirkliches Selbst ist oder das Leid mich eigentlich gar nicht angeht, kann ich natürlich auf direktem Weg leidvolle Situationen, Trauma, kann ich damit lösen. Und ein wichtiges Thema ist natürlich auch die ewige Frage, welche der Enten war zuerst? Also war es eben, wir sagen, war das Küken zuerst da oder war das Ei zuerst da oder welches eben ist die Urente, die Ur-Urente, und diese Frage beantwortet Shankya. Wir müssen uns aber auch vor Augen halten, dass das vedische Denksystem, die vedische Philosophie, die vedische religiöse Überzeugung aber schon nichts und gar nichts zu tun hat mit dem, was Sie vielleicht als Hinduismus kennen. Hindu ist ein Wort für den Fluss Sind, der nicht ausgesprochen werden konnte von den arabischen Erobern, darum haben sie Sind gesagt, also Hind anstatt Sind, und die Leute, die über dem Sindus gewohnt haben, die wurden zu Hindus. Das heißt, das ist eine geografische Bezeichnung, denn es gibt keine Hindus. Das vedische System ist ein offenes System. Und deshalb hat es keine Dogmen. Ein Dogma bringt uns innerhalb von A nach B, aber es bringt uns nicht weiter. Wenn wir weiterkommen wollen, dann müssen wir umschalten auf ein offenes System. Ich kann meine spirituelle Verantwortung nicht am Kirchentor, auch nicht am Ashram-Tor abgeben, sondern diese Verantwortung muss ich immer wahrnehmen. Und eben mit dem offenen System, ein Vergleich vielleicht, so wie wir in der Ayurveda-Ernährung haben wir verschiedene Nahrungsmittel für die 7 verschiedenen Konstitutionen. Da ist was für Vata, da ist was für Pitta, da ist was für Kapha oder Vata-Kapha. Und entsprechend der Kapazität meines Magens werde ich mich laben an diesem Buffet. Und das gleiche System nehmen wir auch in der vedischen Philosophie. Es ist ein wunderbarer Gabentisch mit allen erdenklichen philosophischen Systemen. Und aus diesen philosophischen Systemen nehme ich das, was für mich in dieser Zeit und mit diesem Bewusstseinsstand, den ich heute habe, da labe ich mich an diesem Buffet und ich mache quasi meine eigene Religion. Ayurveda ist auch so vorgegangen. Sie hat aus den verschiedensten vedischen Systemen, nicht nur von denen, sogar den damaligen nicht-vedischen Systemen wie Jaina, Buddhismus oder Existenzialismus, haben sie geschöpft und haben damit ihre Arbeitshypothese zusammengebaut. Und natürlich würde die klassischen spirituellen Lehrer, wenn ein Schüler zu ihnen gekommen ist, dann haben sie zu ihm gesagt, lieber Kandidat, wenn du wirklich mein Schüler werden willst, dann geh und studiere alle philosophischen Systeme. Und wenn du danach immer noch der Meinung bist, dass ich dein Lehrer sein sollte, dann kannst du zu mir kommen. Es war also Tradition, dass man die verschiedenen Schulen studiert hat. In den vedischen Schulen haben wir 3 sogenannte realistische Systeme.
und drei idealistische Systeme. Die drei realistischen sind Nyaya, Vaisheshika und Mimamsa. Warum? Weil diese Systeme auch ohne das Konzept von Atma oder der Seele auskommen, weil sie beruhen darauf, dass sie das erkennen, was ihre Sinne wahrnehmen. Wir haben Nyaya, ein wunderbares System, Instrumente der Wissensaneignung. Das haben wir, waren alle einmal große Nyaya-Philosophen, Kleinkinder. Die können das sehr gut, zum Beispiel eben die Wahrnehmung über die Sinnesorgane, dann Anumana, Schlussfolgerung, wo Rauch ist, da muss Feuer sein. Schon ein dreijähriges Kind wird dem Ball folgen, wenn er in Bewegung ist und hinter einem Paravent verschwindet, dann weiß das dreijährige Kind, er wird da nachher rauskommen. Das ist Anumana, das ist Nyaya. Später geht es dann weiter im Vaisheshika, das heißt, was sind überhaupt die Gegenstände, was sind die Objekte, die ich wahrnehmen kann. Und da haben wir dann eben halt die Quanten, man könnte sagen, das ist die vedische Quantenphysik, wo dann Dravya genau beschrieben wird. Und Mimamsa, das ist sehr verankert in der westlichen christlichen Philosophie. So wie ich sehe, so ernte ich. Das heißt eben, wenn ich zu Gott bete, gib uns unser tägliches Brot, dann ist Gott verpflichtet, mir dieses Brot zu geben. Andererseits werde ich furchtbar frustriert und trete aus der Kirche aus. Also das ist die Mimamsa, das geht natürlich nicht auf. Die ganzen Intellektuellen Mitteleuropas nach dem Zweiten Weltkrieg sind Agnostiker geworden. Warum? Weil sie haben gesagt, wie könnte so etwas Schreckliches passieren? Weil sie nicht weiter gesehen haben hinter den Lauf von Karma und den nur gesehen haben vom Beginn eines Menschenlebens. Das heißt eben dieses Mimamsa-Konzept, das ist schon sehr stark verankert, auch bei uns. Das heißt, der Patient kommt zu mir, nachher schreibe ich auch eine Rechnung und ich erwarte, dass er hoffentlich die Rechnung zahlt. Also diese fruchtbringenden Aktivitäten, die sind sicher ein Teil von mir und wenn ich Diagnostik mache, wie könnte ich es ohne Nyaya oder Vaisheshika machen? Dann kommen aber die idealistischen Systeme, nämlich an erster Stelle Yoga als unabhängiges philosophisches System, das sich dann später auch mit Shankhya verbunden hat, zu Shankhya-Yoga. Und im Sinne der Harmonisierung, leider ist ein Fehler aufgetreten, weil ich im zu dunkeln gearbeitet habe, nämlich eben die Harmonisierung von Seele, Geist und Körper. Und dann haben wir Shankhya als Evolutionsthese. Und ich gehe so weit zu behaupten, es ist eine Art vedische Hermetik, wenn nicht der Ursprung der Hermetik, die aber uns jeder abendländische Philosoph vertreten hat über die letzten 2000 Jahre. Und die Crème de la Crème der vedischen Philosophien ist natürlich Vedanta, weil hier geht es nicht darum, gibt es einen Gott oder gibt es keinen Gott, sondern hier geht es darum, was ist meine Beziehung zwischen mir und dem Absoluten. Also da fangen wir auf einer ganz anderen Ebene schon an. Und natürlich eben ist es eigentlich das Faszinierende aller philosophischen Systeme. Wir schauen uns das im Einzelnen noch an. Zuerst zu Shankhya. Es ist eine Evolutionsthese, es bespricht die manifeste und unmanifeste Stadien des materiellen Kosmos und was es ähnlich macht zur Hermetik, nämlich zu der These, der Effekt ist latent in der Ursache präexistent, das heißt, das Huhn ist präexistiert im Ei und es braucht einen Evolutionsprozess, damit aus dem Ei ein Huhn wird, das ist eben, was Shankhya sagt. Und ganz wichtig eben dieses Konzept von Purush, Urgeist oder Antimaterie, modern ausgedrückt,
und auf der anderen Seite die Urnatur, nämlich Prakriti, und den entsprechenden Evoluten, nämlich den Produkten der Evolution, und dazwischen eben das Lebewesen Jivatma. Hier habe ich die beiden gegenübergestellt. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass wenn wir von Purusha und Prakriti reden, dann ist das nicht vergleichbar mit Yin und Yang. Yin und Yang, Dualität, Polarität, finden in der materiellen Welt statt. Auf einer spirituellen Ebene gibt es keine Dualität und deshalb ist Purusha völlig unabhängig. Man könnte sagen, Purusha ist reine Energie. Das berühmte Higgins Particle, das die Teilchenphysiker so verzweifelt suchen am CERN-Labor in Genf mit ihrem Teilchenbeschleuniger, der Milliarden gekostet hat, weil mittlerweile eben weiß man das, was wir noch in der Schule gelernt haben von Materie, das ist feste Materie oder das ist feste Materie, da hat es Atome drin. Und dann schauen wir die genauer an und es sind keine, also es sind zwar Atome da, aber die bestehen wiederum aus kleineren Partikeln. Und wenn wir die anschauen, gibt es wiederum kleinere Partikel. Es ist eigentlich nur ein großes Loch und ein großer Raum und irgendwie bilde ich mir ein, ich kann da meine Hand nicht durchschieben. Wo kommt die Energie her, die dieses alles antreibt? Das fragen sich auch die Physiker. Und deshalb geht man davon aus, es muss eine unglaubliche Kraft stecken, eben in den antimateriellen Partikeln. Und diese Kraft wird gesucht und nicht umsonst investiert man Milliardenbeträge dazu, weil eben, die stellen sich vor, also wenn da eben aus einem Atom können wir dann 1000 Atomkraftwerke ersetzen, weil das ist der Stein des Weisens, aber den suchen wir schon lange und den wird es da auch nicht geben. Also nicht auf diese Art und Weise. Also wir müssen klar hier sagen, Dualität findet nur statt auf der Ebene von Prakriti. Purusha ist reine antimaterielle Energie, hat keine materiellen Attribute, eben Nirguna, na, eben keine und Guna Qualitäten, unveränderlich erhaltendes energetisches Prinzip. Und auf der anderen Seite habe ich Prakriti, da ist was los. Da haben wir zwei Möglichkeiten, wir haben Prakriti im nicht manifestierten Stadium und im manifestierten Stadium, na, wir sitzen in einem großen kosmischen Ei, also offensichtlich hat hier der Urknall schon begonnen, aber dieses Universum war alles, hätte mal alles Platz gehabt auf der Spitze einer Nadel, wenn wie die Energie noch absolut verdichtet war. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was bringt diese Masse von Prakriti zur Evolution, zur Expansion? Was macht den Urknall? Was ist der Zünder? Jede Bombe, auch wie die Atombombe gebaut wurde, das größte Problem war, einen Zünder zu finden, um die atomare Reaktion einzuleiten. Das Gleiche eben hier auf der Ebene des Universums, natürlich viel kräftiger. Und der Zünder dieser riesigen Bombe sind die Triguna. Die Triguna werden durch den Einfluss von Purusha, einfach durch diese Energie, die ständig abstrahlt, werden die Triguna etwas durcheinander gebracht und dann macht es eben Klabum. Und das ganze, der ganze Urknall findet statt. Und wie wir eben sagen, am Anfang war das Wort oder am Anfang war Sound oder Klang. So war das natürlich ein kräftiger Klang, der da stattgefunden hat. Da hat es richtig geknallt. Und aus diesem Grund können wir sagen, weil die Triguna selbst im unmanifestierten Stadium von Purusha dabei waren, habe ich damit ein Instrument in der Hand, wo ich alles durchdringen kann. Den Körper, die Psyche. Und deshalb vertrete ich die Ansicht, dass das Allerwichtigste
bei einer ayurvedischen oder bei einer gesunden Ernährung ist, dass wir möglichst nahe an eine sattwische Ernährungsweise kommen. Das lange bevor wir über Partikel und deren Repräsentanten in einem biologischen System, nämlich Vata und Pitta und Kapha, reden. Diese Evolution findet statt in 24 Schritten, oder wir sagen, es gibt 24 Evolute dieses Prozesses. Die schauen wir nachher gleich noch an. Jetzt ist aber die Frage, wo ist Jivatma, wo ist das Individuum? Sind wir jetzt Purusha oder sind wir Prakriti? Und Shankya sagt, wir sind marginale Energie. So wie der Strand zur Zeit der Flut zum Ozean gehört und zur Zeit der Ebbe zum Land gehört, so wird Jivatma einmal überwältigt von der äußeren Energie von Prakriti und dann wiederum kehrt er zurück zu seinem eigentlichen Ursprung, nämlich dem von Purusha. Das heißt, wir haben dieses Hin und Her und die Idee ist, dass selbst eben in dieser materiellen Welt mit einem materiellen Körper kann ich den Zustand erreichen, wo ich nur auf der Ebene von Purusha fühle, denke und handle. Und das ist die Essenz von Shankya. Schauen wir uns den Prozess der Evolution statt. Es findet immer vom Feinsten zum Gröbsten statt. Das heißt, die feinsten Elemente beginnen zuerst. Zur Erklärung der Psyche, der menschlichen Psyche, fange ich jetzt besser unten an. Sie sehen also, was wir als Psyche in der Psychologie bezeichnen, hat eigentlich drei völlig unterschiedliche Eigenschaften und Wertigkeiten und Handlungen zur Folge und auch Aufgaben, nämlich eben Ahamkara, Buddhi und Manasa. Das ist sehr wichtig für die Therapie, für eine erfolgreiche Therapie. Wenn ein Patient zu Ihnen kommt und dieser Patient handelt lediglich auf der Ebene von Manasa, Manasa meint, denken, fühlen, wollen, das sind die Aufgaben von Manasa. Ich sehe etwas, ich will es. Sie haben das vielleicht erlebt, wenn Sie mit Ihrem Kind, wenn es noch klein ist, einkaufen geht. Ne? Ich will das, ne? Und es legt sich auf den Boden und schreit und wird keine Ruhe geben, bis es das hat. Das ist Manasa. Das heißt, ich habe einen Sinneseindruck und ich will gleich auf diesen Sinneseindruck hin handeln. Das mag sehr angenehm sein für das Kleinkind, wenn es alles kriegt, was es hat, für die Eltern weniger angenehm, vor allem für den Geldbeutel. Aber eben irgendwann muss es dann lernen, wenn es älter wird, es kann nicht alles kriegen, das ist ein schmerzhafter Prozess für Kleinkinder und kann eigentlich auch zu einer Traumatisierung führen in diesem frühkindlichen Stadium. Im Ayurveda sagt man auch in der Kindererziehung, vor allem die ersten 5 Jahre, sollte man sein Bestes versuchen, seinem Kind zu geben, was immer es will. Die ersten 5 Jahre, probieren Sie es und Sie werden ein Kind haben, wenn es älter ist, das sehr viel Selbstvertrauen hat in sich und die Welt und das Universum. Wenn das nicht der Fall ist, wird es ganz sicher traumatisiert. Aber für Erwachsene ist das natürlich nicht unbedingt förderlich. Ich liebe deftige Nahrung, bin unglücklicherweise erst noch der Kaffertyp, dann hat das fatale Folgen, Sie kriegen ein metabolisches Syndrom, Übergewicht, Herzprobleme und Diabetes. Und deshalb eben müssen wir versuchen, wenigstens hier einen Schritt weiter zu kommen, nämlich auf die Ebene von Buddhi.
Differenzierungsvermögen ist etwas auch mittelfristig oder langfristig gut für mich. Was sind meine Erfahrungen, die ich habe in meinem bisherigen Leben? Und dann spiegele ich das auch im Licht von dem, was ich gelernt habe, von dem, was meine Erfahrungen sind. Ich diskriminiere. Wir gehen auch davon aus, dass wenn jemand diese Fähigkeit zu diskriminieren verliert, dann hat sie oder er eine Neurose. Also neurotisches Verhalten heißt, ich verliere die Differenzierungskraft. Auch das ist nicht ideal, auch das ist nicht gesund. Und wir haben dann die letzte Stufe, welche von der Evolution her die erste ist, nämlich die feinstofflichste. Das ist der Hankerer. Man könnte das vergleichen mit einem binären System, weil letztlich jede Entscheidung, die Sie fällen, gibt nur zwei Möglichkeiten nach Shakespeare. To be or not to be. Entweder hat eine Entscheidung eine selbstzerstörerische Folge oder sie unterstützt mein Leben. Und das ist, hier kommt die Ethik der Ayurveda mit hinein. Das heißt, meine Handlungen dürfen niemals selbstzerstörerisch sein. Das heißt, auf dieser absoluten Ebene, Ahankara, muss nach unten filtern die Intention, dass ich die Entscheidung fällen will, die gut ist für mein Weiterleben, für meinen Weiterbestand, für meine Gesundheit. Das ist meine erste Pflicht. Nur da kann ich überhaupt diese Entscheidung fällen und nicht woanders. Dann kommt noch mehr dazu, nämlich Ahankara ist dann auch die Schaltstelle, weil es ist quasi wie die feinste materielle Energie, die Prakriti zu bieten hat. Und da kann ich auch den Schalter umstellen. Jetzt möchte ich eigentlich einen Switch machen von Prakriti zu Purusha. Jetzt möchte ich nicht eine materielle Handlung ausführen, jetzt möchte ich eine spirituelle Handlung ausführen. Das heißt, eine Handlung, die in direktem Bezug zu meiner Seele oder zum Universum in Bezug steht. Also ganz wichtig, dass wir, das ist ein Geschenk, ein wirkliches Geschenk von Shankya. Nur diese Aufstellung ist mein wichtigstes Instrument. Ich nenne das gesprächsorientierte Therapie, weil ich bin nicht ein ausgebildeter Psychologe und ich kann diese auch nicht ersetzen, aber was ich tun kann, ist, mit Hilfe von Shankya kann ich gesprächsorientierte Therapie machen, und ich habe regelmäßig verschiedene Patienten, die nur dafür auch zu mir in die Praxis kommen. Sie können jemanden, der völlig deprimiert ist, indem Sie eine halbe Stunde oder eine Stunde auf dieser Ebene arbeiten mit diesem Klienten, dann marschiert sie oder er aus der Praxis mit einer hellen Stimmung, wieder positiv eingestellt und eben mit einer Antwort auf die Seinsfrage. Warum sind sie unglücklich? Weil eben die Menschen kennen nicht mehr ihren wirklichen Ursprung. Und hier können wir das herstellen. Dann geht aber Philosophie auch weiter nach unten. Bevor die fünf groben Elemente entstehen, haben wir ein Konzept in Shankya von Tanmatra. Das könnte man sagen, das sind wie die Precursors, sprich die Vorstufe der Elemente, und sie sind eben potenzielle Elemente oder generische Substanzen. Wir haben Shakta als Schall, Sparsha Konsistenz, Rupa Form, Rasa Geschmack und Gandha Geruch. Shankya geht davon aus, weil wir fünf Sinneswahrnehmungen haben, gibt es fünf Elemente, und umgekehrt, es gibt fünf Elemente, weil wir fünf Sinneswahrnehmungen haben. Aus diesen entsteht anschließend die
gröberen Elemente, darum heißen sie Mahabhutas. Bhuta heißt eigentlich unsichtbar. Und Mahabhuta sind eigentlich unsichtbare Partikel, die schon größer sind, damit ich sie indirekt wahrnehmen kann. Wenn also dieser Knall stattfindet, eben dieser Urknall, dann haben wir Schall. Und dieser Schall, der kann ja nur da sein, wenn er sich in einem Raum bewegen kann. Also das erste Element, das erste Mahabhuta, das entsteht, ist Akasha. Und auch da müssen wir vorsichtig sein mit der Definition, weil wir gehen eigentlich davon aus in der Philosophie, dass es immer die gleichen Partikel sind und die Elemente haben ihre Eigenschaften aufgrund des Faktes, wie viele Partikel in einem bestimmten Raum sind. Sind wenig Partikel da, haben wir Äther, sind viele da, haben wir Erde. Also es geht nicht darum, eine Handvoll Erde, das sind Analogien, damit wir das besser verstehen können, damit das auch ihre Kunden und Patienten verstehen können. Also Akasha, Äther, Raum, damit neues Leben entstehen kann. Im Körper der Frau braucht es den Uterus. Ohne Raum kein neues Leben. Und wenn dieser Schall sich bewegt, dann haben wir natürlich sehr bald Wind. Wind sind noch sehr dünn gesäte Partikel, die ich mit meinen Augen nicht sehen kann. Aber Wind kann ich spüren auf meiner Haut oder ich kann die Blätter sehen im Wind. Also sind da atomare oder subatomare Partikel, die Bewegung reinbringen, aber ich sie noch nicht sehen kann. Und da haben wir halt neben Schall auch Konsistenz, eben etwas, das ich spüre. Dann, wenn Partikel in Bewegung sind durch Wind, dann gibt es Friktion, also eine Reibung. Und schon habe ich Wärme, Hitze, Feuer und dadurch noch Form und Farbe dazu. Und wenn sich dieses Feuer weiter verdichtet, die Partikel, dann habe ich ein Kondensationswasser, also dann habe ich Wasser. Wenn das Wasser verdunstet, habe ich wie etwas salzige Kristalle, also noch eine stärkere Verdichtung der Partikel. Und dann haben wir die 11 Sinnesorgane. Also wir gehen davon aus, normalerweise wir haben 5 Sinne. Shankya sagt, wir haben 11 Sinne. Wir haben 5 Karmendriyas und 5 Gyanendriyas. Und wir haben den Supersinn, das heißt Manasa wird oft auch zu Sinnesorganen mitgerechnet, weil es ist der Supersinn, währenddem die Sinnesorgane nur sich selber wahrnehmen können und nur die Präsenz, so können Manasa, die Psyche, kann zusätzlich alle Sinneswahrnehmungen wahrnehmen können, plus sich selber. Und das ist das Spezielle. Darum heißt es, Manasa ist der Supersinn. Karmendriyas sind eben Karma, etwas, das Aktivität generiert, sprechen, greifen, gehen, ausscheiden, fortpflanzen. Und die Gyanendriyas ist das, was wir herkömmlich als Sinnesorgane bezeichnen, nämlich eben Hören, Tastsinn, Sehen, Geschmack und Geruch. Dann zur Ursache und Wirkung von Shankya haben wir den Fakt, dass Shankya sagt, die Elemente sind an und sich grob, inaktiv und unbewusst. Und es ist Atma, nämlich die antimaterielle Substanz, die aktiviert den materiellen Körper. Also wenn wir hier nochmal zurückgehen auf dieses Bild, auch innerhalb von Prakriti haben wir nur die Energie manifest durch die Kraft von Purusha, durch die Kraft von Antimaterie. Mahabhuta eben, dann haben wir Manasa und Indriya, Psyche und Sinnesorgane koordinieren die Funktionen und
wichtig, der Effekt präexistiert latent in der Ursache. Das bedeutet keine Wirkung ohne Ursache. Und die Evolution ist eine aufeinanderfolgende Umwandlung. So, das ist das ganze Konzept von Vata, Pitta, Kapha, die gestört werden, also die dann kippen und pathologisch werden, das beruht quasi auf der These von Shankya. Wir haben also von Shankya am meisten geschöpft, am meisten Wissen geschöpft in der, für die ayurvedische These. So, Shankya ist eben, Shankya ist wirklich ein System, wo man sagen muss, es ist idealistisch und es ist ein großartiges Geschenk, dass eben Menschen dieses System auch erschaffen haben. Später, in der späteren Zeit, da reden wir um etwa 1500 bis 800, 600 vor Christus, haben viele Philosophen dann von Yoga und Shankya zusammengefunden und viele der Protagonisten von Yoga-Systemen schöpfen auch von Shankya-Yoga. Die erste Stanza oder die erste Linie in Vedanta ist Aham Brahmasmi, das heißt, mein wirkliches Selbst ist Brahman oder ist Antimaterie. Und auch hier im Vedanta eines der wichtigsten Konzepte, die ich täglich in der Praxis anwende, ist, und darüber wurde auch gestern Abend sehr schön gesprochen, du hast die Krankheit, du bist nicht die Krankheit. Du hast das Leiden, du bist nicht das Leid. Oder generell, ich habe ein Gefühl, ich habe eine Emotion, aber ich bin nicht diese Emotion. Ich bin nicht dieses Gefühl, ich bin diejenige Person, die dieses Gefühl hat. Oder ich bin die Person, die diese Emotion hat. Was bringt das? Es gibt mir sofort die Möglichkeit, Raum hineinzubringen zwischen einer Wahrnehmung, angenehm oder unangenehm, und meiner Reaktion. In anderen Worten, wenn ich etwas als leidvoll empfinde, ich bin nicht verpflichtet zu leiden. Ich bin nicht verpflichtet, diesem Gefühl von Leid nachzugehen. Wir haben das ja sehr schön im Pratyahara, im Yoga auch, wo wir lernen, die Gedanken nicht aufzuhalten, denn sie können nicht aufgehalten werden. Du spielst Damm, irgendwann bricht der Damm oder er überfließt oder er umfließt. So, wenn wir Gedanken, Gefühle, Emotionen als Fluss betrachten, dann lernen wir in Pratyahara ans Ufer dieses Flusses zu sitzen und zu schauen. Einmal kommt sehr viel Wasser diesen Fluss runter, einmal kommt weniger runter, einmal kommen interessante Sachen an mir vorbei, ich nehme sie zur Kenntnis. Ich muss nicht jedes Mal in diesen Fluss hineinspringen und 10 Kilometer Fluss weiter unten wieder rauskommen, pitschnass und frierend und schlotternd, sondern ich kann zuschauen, okay, ich habe dieses Gefühl, ich habe diese Emotion, aber ich bin nicht verpflichtet. Und das ist, was man sowohl in der Neurologie wie auch in der Psychologie, in der Psychiatrie versucht, natürlich mit Medikamenten, aber zum Teil auch mit Therapien, dass man versucht, einen Raum hineinzubringen zwischen der Wahrnehmung von etwas und der Reaktion von mir auf etwas. Und hier eben bietet Vedanta eine wunderbare Möglichkeit. Und ich kann Ihnen sagen, es sind so viele Menschen von dieser einfachen Aussage glücklich von mir weggegangen.
und haben das mitgenommen, in ihr Leben integriert. Und haben bemerkt, wenn irgendwas wieder schwierig wurde, wenn wieder ein Streit war oder wenn sie wieder an ihr Leid denken, dann haben sie vielleicht an diesen Satz wieder gedacht: Ich habe diese leidvolle Emotion, aber ich bin sie nicht. Ich habe Krebs, vor allem bei meinen Krebspatienten ist das sicher ein Thema. Man gerät in eine Mühle rein, vor allem dank der Früherkennung von Krebs, geht man als völlig gesunder Mensch zum Routineuntersuch. Bei den Männern heißt dann, ihr PSA-Wert, der ist ziemlich hoch, sie haben wahrscheinlich Prostatakrebs, bei den Frauen heißt, sie haben Brustkrebs, und sie geraten in diese Mühle hinein, wo sie nie wieder rauskommen. Sie müssen dann diesen Test machen, jenen, und jedes Mal müssen sie dann wieder 2-3 Wochen warten, bis sie ein Gespräch haben mit dem Arzt, der Ärztin, der das bespricht mit ihnen, oder sie kriegen vielleicht einen Anruf, also ihr Befund war überhaupt nicht gut, also da haben wir was gesehen, es ist wahrscheinlich Krebs, kommen Sie mal vorbei. Ja, passiert jeden Tag in der Praxis. Und dann eben, früher haben uns die Pfaffen Angst und Schrecken und Terror verbreitet, heute sind es die Ärzte, die diese Aufgabe übernommen haben. Kann es nicht sein. Sie kommen nicht mehr raus. Oder das gleiche eben schwer depressive Patienten von mir, die sich Invalidenrente bezogen haben, hochintelligente Leute, die gesagt haben, irgendwann nach 3 Jahren jeden Tag sich befassen mit der Krankheit, jetzt ist genug. Jetzt muss ich was tun. Und das ist natürlich der Punkt. Wenn sie dann wirklich auch freiwillig kommen zu und eine Alternative suchen, und die können wir ihnen bieten. Einfach damit sie sich eben ganz klar mit den Fakten des menschlichen Daseins auseinandersetzen. Und Vedanta ist nicht irgendwie sektiererisch. Hier geht es um philosophische Werkzeuge, um philosophische Prinzipien, die in keiner Weise die religiöse Überzeugung ihrer Patienten auch nur im geringsten anrührt. Im Gegenteil, sie gehen nachher öfter in die Kirche oder sie beten dann öfter oder sie gehen öfter in die Moschee. Sie rühren das nicht an. Wir haben hier ein offenes System und wir weigern uns, ein Label drauf zu kleben, Hinduismus und die kulturellen Gepflogenheiten, die damit einhergehen. Es hat nichts damit zu tun. Hier haben wir reine philosophische Werkzeuge. Ein anderes wunderbares Konzept in Vedanta, Kshetra-Dhyan. Kshetra, das Feld, und Sie kennen vielleicht Kurukshetra, Mahabharata, dieses große Feld, wo die Schlacht Mahabharata stattgefunden hat. Also ein Feld, das ist mein Feld, also meine Aura, also mein Körper einschließlich meiner Aura, mein feinstofflicher Körper, grobstofflicher Körper, Aura, das ist mein Kshetra. Und ich bin der Wahrnehmer oder der Wisser meines Feldes. Das ist die ganze These auch in Ayurveda. Das äußere Universum spiegelt sich im inneren Universum. So wie Sie, wenn Sie heute Abend in den Himmel schauen, hoffentlich unzählige Sterne sehen. Diese unzähligen Sterne, die sind auch in Ihrem Innern. So wie der Kosmos sich nach außen ins Unendliche weitet, so wird er sich auch nach innen, in Ihrem Kshetra nach innen ins Unendliche weiten, nämlich in Ihr Inneres. Es ist ein ganzes Universum da drin. Und Sie sind völlig unabhängig von dem eigentlich, was da draußen läuft. Und Sie können alle Freuden, die es gibt, zu erfahren, in diesem Innern finden. Wir gehen davon aus, Gott ist nicht ein Sadist. Es hat zu jeder Zeit genug positive Energie, genug Heilkräfte, damit sie sich aus
dem Schlamassel in der materiellen Welt oder von dem, was sie glauben, was ihnen Leid zufügt, was eigentlich nichts mit ihrem wahren Selbst zu tun hat, lösen können. Nämlich diese Illusion, jetzt geschieht mir Leid, obwohl sie das gar nicht sind, dem das Leid geschieht. Also das Konzept von Kshetra und Kshetragyan, das Feld und der Wisser, ist definiert in der Bhagavad Gita, wenn Sie nachlesen wollen, im 13. Kapitel, ein wunderbares Kapitel. Material World, die materielle Welt, wird beschrieben im 3. Vers und zeigt wunderbare Weise die Situation von Jivatma, des Lebewesens im materiellen Universum. Und selbst die späteren vedischen Werke, wie eben Mahabharata, Ramayana, das sind so quasi die Soaps-Version of Vedic Knowledge. Weil die Verfasser, die haben schon gewusst, die Leute lieben Liebesgeschichten, Romanzen, Dramen, denen wird ein paar Bösen den Kopf abgehackt, kriegen ihre gerechte Strafe. Und eben Sita geht wieder zurück zu ihrem Rama nach einem riesigen Abenteuer mit Ravana. Und darin ist die ganze vedische Philosophie in wunderbaren Geschichten verpackt. Oder heute aktuell zur Emanzipation der Frau. Wir haben Draupadi im Mahabharata, bitte. Die Draupadi hatte 5 Männer. Also wo sind wir? Beim Matriarchat. Da sind wir beim Matriarchat. Die Frau hatte 5 Männer. Unakzeptabel heute, aber gang und gäbe in der vedischen Kultur. Also eben natürlich eine spannende Geschichte, viel interessanter als die Housewives irgendwo in der kleinen Vorstadt, sondern da geht es aber richtig zu und her. Und große Schlachten werden auch geschlagen und das eben ist quasi die Verpackung, die Vedanta bietet für unsere Zeit und für unsere Gemüter. Dann eben wieder diese unvermeidbare Konsequenz des Lebens, Jarma Mritu Jara Vyadi. Wir haben uns nun einmal in dieses Flugzeug gesetzt in der materiellen Welt und wenn Sie an Bord sind, können Sie nicht mehr so gut, also Sie wollen Luftpirat spielen, die Destination ändern. Sie können dann noch entweder Rot- oder Weißwein bestellen, das ist Ihre Freiheit, die Sie an Bord noch haben, oder eben vegetarisch essen oder nicht vegetarisch essen oder Zeitung lesen oder nicht Zeitung lesen. Das heißt, aufgrund der Entscheidungen, die wir irgendwann mal gefällt haben, sind wir jetzt eben in dieser materiellen Welt angekommen, in einer bestimmten Form und einer bestimmten Psyche. Und wir gehen davon aus, dass das alles seinen Grund hat, dass jeder Mensch auch die perfekte ayurvedische Konstitution hat, um ihre oder seine Mission in diesem materiellen Leben auch erfüllen zu können. Und hier eben nochmal die Essenz von Vedanta, nämlich die Sinnfrage, warum bin ich? Und was sagen Sie Ihrem Patienten, wenn er sagt, was hat das Leben einen Sinn? Warum bin ich eigentlich? Oder wir in der westlichen Welt sind so erzogen worden, dass wir unbedingt um jeden Preis im Beruf unsere Berufung finden, weil damit können wir uns selbst verwirklichen. Ein Weg, der früher oder später in Frustration und Leid führt. Oder wir denken, wir können uns in einer Partnerschaft realisieren und dort unsere eigentliche Berufung in diesem Leben finden. Spätestens, wenn die Kinder in der Pubertät sind, merken wir, dass das nicht so ist. Und so suchen die Menschen Sinn, wo es keinen Sinn gibt.
nämlich in diesen materiellen Komplexitäten. Und wenn wir Vedanta anschauen, dann sagt Vedanta selbst, wenn du unzählige Geburten nimmst in dieser materiellen Welt, du wirst nie alle Varianten, die du ausspielen kannst, hier ausspielen können. Das heißt, es wird kein Ende geben dafür. Also ist es wohl weise, wenn ich mich meinem wirklichen Selbst zuwende. Und es ist ein wunderbarer Sinn, wenn ich an einem Morgen aufwache. Weil die Chancen, wenn wir uns umschauen in diesem materiellen Universum, wie viel Leben ist auf anderen Planeten möglich, oder eben der Fakt, dass diese psychosomatische Maschine überhaupt die Nacht überlebt und ich am Morgen wieder aufwache, wow, das ist ein Event, der eigentlich jeden Tag gefeiert werden muss. Noch ein Tag, noch eine Möglichkeit, was wünsche ich mit meinem Leben anzufangen und nicht von der ersten Minute riesen Geräusch vom Wecker und gleich voll Licht anmachen und schlüpfe gleich in die furchtbare Opferrolle. Und die wird propagiert. Wenn man einen Fehler macht und das Radio aufdreht, während meinen langen Reisen von Wien in die Schweiz, da wird wieder zelebriert, ja, morgen ist ja dann schon Freitag und dann wird es wieder schön, das Wochenende müsst ihr nicht arbeiten. Und alle reden vom tollen Wochenende und das endet eh im Fiasko, weil da streite ich mich gerade mit meiner Partnerin oder ich breche mir die Haxen beim Skifahren oder ich mache sonst einen Blödsinn und bin froh, am Montag wieder ins Büro gehen zu können, weil ich halte es nicht mehr aus, weil ich suche den Sinn meines Lebens und den finde ich nicht am Weekend. Das ist nicht die Lösung. Ja, diese Situation zwischen Jivatma und Paramatma, Para, über, wie das griechische Pan, Paraatma, die Überseele oder dem Absoluten und dem Individuellen. Was ist diese Beziehung? Und insbesondere, was ist die Beziehung des Individuums mit dem Absoluten im befreiten Stadium? Und da haben wir dann die zwei Schulen in Vedanta, die seit Jahrhunderten auch miteinander Krieg führen. Wir haben die Advaita und wir haben die Dvaitas. Ich kann mich noch erinnern, in meinem ersten Besuch in Südindien, das war 1976, da bin ich auf eine Reise nach Südindien gegangen, auf eine Tour, hatte das Glück mit einem berühmten Swami, und der ein wunderbarer Sänger war, auf Tour zu gehen. Und kaum sind wir in irgendein Dorf gegangen oder selbst im Bus, sind die Leute gleich auf uns zugestürzt und haben gesagt, what are you? Advaita or Dvaita? Und dann ging es los. Na, ist es jetzt Madhvacharya oder ist es Shankaracharya? Und jeder hat seinen Standpunkt heftig vertreten. Was ist hier gemeint? Advaita. Advaita geht davon aus, dass die individuelle Seele im befreiten Stadium in die Überseele aufgeht. Dieser Vergleich, eben der kleine Funken geht ins große Licht hinein und verliert jegliche materiellen Eigenschaften und geht quasi eben in dieses Licht hinein. Die Dvaita-Schule, das ist etwas komplexer, die sagen eben in selbst im befreiten Stadium ist eine Beziehung zwischen dem Individuum und dem Absoluten möglich, nämlich die von Bhakti, eine Liebesbeziehung zwischen dem Absoluten und dem Individuum. Erscheint mir persönlich vielversprechender, als jetzt ein kleines Lichtlein zu werden oder ein kleines Licht, ein großes Licht, aber darüber eben haben schon gescheitere Leute sich philosophische Debatten geführt. Jedenfalls sind das eben die beiden Hauptschulen, die wir haben und die entsprechend natürlich auch
heute noch ihre Anhänger haben. Aber was wir da, und dann gibt es natürlich noch die verschiedenen Untergruppen, die sich dann gebildet haben, aber eben im Ganzen gibt mir das Licht. Ja, das war die letzte Folie. Du bist auch perfekt im Timing, lieber Sugar Dave. Ich danke Ihnen für die inspirierende Stunde mit Ihnen und wünsche Ihnen, dass Sie auf viel Freude mit Ihrem Purusha haben. Danke. Vielen Dank.